Olga hat unseren Sohn zur Welt gebracht und ich freue mich total. Aber Angst habe ich auch. Wir verlassen heute das Krankenhaus und schon gibt's Zoff. Wasch dir die Hände. Habe ich schon. Ist das so schwer? Ist nett sein schwer? Sag wenigstens bitte. Mach mich nicht ständig an. Ich bin gefrustet, weil es in meiner Familie ständig Streit gab. Mein Sohn soll ein harmonisches Zuhause haben. Ich will nicht, dass er so aufwächst wie ich. Er muss Luft kriegen. Ignoriere mich wie üblich. Ich kann dich nicht hören. Steven hält mich für zickig, weil ich nicht Danke und Bitte gesagt habe. Aber ich weiß, dass wir aufgrund des Babys beide erschöpft sind. Ich hoffe, zu Hause läuft das Familienleben besser. Wir müssen reden. Worüber? Du sagst ständig, fass ihn nicht an. Ich darf ja wohl meinen Sohn anfassen. Er ist nicht nur dein Kind. Ich weiß, aber ich wasche mir vorher die Hände. Ich mir auch. Trotzdem sagst du, fass ihn nicht an. Du verbietest mir nicht, meinen Sohn anzufassen, egal was du denkst. Entspann dich. Du kapierst es nicht. Sag mir ruhig, wasch dir die Hände, aber nicht in diesem Befehlston. So spricht meine Familie mit mir und mit der will ich nichts mehr zu tun haben. Er soll gute Umgangsformen lernen. Das will ich auch. Dann sei nicht so wie im Krankenhaus. Darf ich dir meine Sichtweise erklären? Ja, klar. Du so, mach hinne. Was meinst du? Dein Griff war schmerzhaft. Du drehst sofort durch. Ich habe das Baby gestillt und du sagst, beeil dich. Und dann heißt es, er hat Hunger. Stimmt doch, er hat geweint. Darum habe ich ihn gefüttert. Das kann bis zu Hause warten. Kann es nicht. Jetzt wartet er doch auch und es geht ihm gut. Er schläft. Er wartet aufs Essen. Entspann dich. Dann sei nett. Du benimmst dich genauso wie im Krankenhaus. Wovon sprichst du? Was mache ich denn? Du spinnst, Steven. Wenn Olga weint, fühle ich mich mies. Aber ich lasse mir nichts vorschreiben. Wie fühlst du dich? Ich bin müde. Ich muss wohl mehr Geduld haben. Ruhig bleiben und respektvoll mit ihr sprechen. Ich darf sie nicht so unwirsch behandeln. Intens mit ihr. Ich möchte unbedingt mit ihr zusammen sein. Aber wir lernen uns noch kennen und jetzt haben wir ein Baby. Meine Zeit in Russland ist begrenzt. Ich muss wissen, ob die Beziehung funktioniert, bevor Olgas Visum genehmigt wird und sie mit mir nach Amerika kommt. Okay. Ich mach das. Steven? Tut mir leid, aber wäschst du dir bitte die Hände? Erst du, dann ich. Ich habe bitte gesagt. Ja, sehr gut. Olga und ich sind jetzt mit dem Baby zu Hause. Es ist anstrengender als gedacht. Wir hatten den ganzen Vormittag Streit. Sind die sauber oder dreckig?
sauber. Dann packe ich sie weg. Ich habe meine Eltern andauernd streiten sehen und will nicht, dass mein Sohn auch so aufwächst. Ich fürchte allerdings, der Umzug in die USA wird nichts ändern. Wie können wir die ständigen Auseinandersetzungen vermeiden? Weiß nicht. Wir müssen viel lernen. Kaum daheim, schon geht's los. Steven muss mehr Geduld haben. Ich hatte gerade erst einen Kaiserschnitt und jetzt haben wir ein Neugeborenes. Ich brauche Zeit. Flipp nicht so schnell aus. Ich habe einfach kaum geschlafen. Mir ist klar, dass du müde bist. Ich verstehe das. Aber bitte reg dich nicht auf. Es ist schwierig, wenn man Schmerzen hat und das Baby schreit und du dann auch noch ausflippst. Ich weiß, ich arbeite dran. Ich weiß, dass er keinen Streit sucht, aber er kann sich nicht beherrschen, wenn er müde ist. Er ist wie ein Vulkan. Wir müssen entspannt bleiben. Wenn das Baby spürt, dass wir gereizt sind, wird es unruhig. Wir müssen lernen, unsere Beziehung mit dem Baby zu vereinbaren. Ein schreiendes Baby bedeutet Stress. Es wird lange dauern, sich zurechtzufinden. Noch weiß ich nicht, was alles nötig ist. Heute sind wir zum ersten Mal allein mit dem Baby. Keine Ärzte mehr. Aber zusammen schaffen wir das. Und wenn wir genervt sind, dürfen wir uns nicht gegenseitig anpflaumen. Du redest wie ein Wasserfall. Dein Englisch ist gut. Ja, aber du holst gar nicht Luft. Tief durchatmen. Wir müssen viel lernen, nicht nur in Sachen Baby. Kannst du jetzt still sein? Nur zuhören. Was denn hören? Die Stille? Okay. Du bist laut. Das Baby stört's nicht. Ich will die Ruhe genießen. Wir sind noch jung und müssen viel über uns lernen. Aber ich hoffe, wir kommen zurecht und streiten uns künftig seltener. Ruhig.